Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und zwar möchte ich heute einmal kurz mit euch reden, und zwar einmal, was wir nächste Woche erwarten und was uns erwarten kann. Und zwar haben wir einmal nächste Woche erwartet uns einmal von dem 24. bis zum 30. Oktober einmal die Kürbisjagd, die wird wiederkommen. Das ist dieses T-Shirt mit dem orangenen Kürbis drauf, das werde ich euch hier nochmal eben zeigen. Genauso die dazugehörige Kürbismaske. Und finde ich persönlich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass das nochmal wiederkommt. Aber dass man da jetzt wirklich 200 T-Shirts Kürbislaternen sammeln muss, das ist schon echt heftig, muss ich dazu leider sagen. Also letztes Jahr haben wir da ground 3-4 Stunden gebraucht, teilweise ging ein ganzer Tag drauf. Das ist schon echt heftig, was da rauskommt, ist meiner Meinung nach. Das wird auf jeden Fall wiederkommen. Was ich halt nicht sicher bin, ob es wiederkommt, ist, also das steht bis jetzt noch nicht fest, ob irgendeine Christine oder ähnliches wiederkommt. Das steht halt leider noch nicht fest. Das kann ich halt leider noch nicht sagen. Was aber besonders ist, finde ich, die Woche ist, dass eine Art Maske wiederkommt. Und zwar so eine komische grüne. Finde ich persönlich nice, und diese nennt sich Queen Fleming Skull Mask, und das ist so eine grüne flammende Maske. Das muss ich euch auch mal eben kurz einblenden. Die persönlich finde ich jetzt echt geil. Die soll man bekommen dafür, wenn man sich einfach nur einloggt, Leute. Deswegen ist voll easy peasy. Deswegen haben wir da auf jeden Fall voll easy das Problem. Wie gesagt, ist eigentlich kein ganz so das Problem. Ich hoffe natürlich, dass auch bald mal das Halloween-Wetter kommt, nächste Woche oder übernächste Woche, weil ich finde, das muss echt auch bald mal kommen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das Halloween-Wetter hofft, dass es nächste Woche kommt, oder wie ihr das findet, dass die Green Fleming-Maske kommt oder dass die Kürbisse zurückkommen. Würde mich mal interessieren, was eure Meinung zu den Kürbissen ist. Meiner Meinung nach ist halt das Ganze sehr aufwendig und dementsprechend finde ich das jetzt ein bisschen echt krass, das zu sammeln. Aber ja, ich kann anbieten, an einem freien Tag mit euch die Kürbisse zu sammeln. Wenn ihr Lust drauf habt, müsst ihr dann nur mal mir Bescheid sagen, auf mein Discord kommen, und dann, wie gesagt, kommt ihr doch gerne drauf, würde mich auf jeden Fall freuen. Dann schreibt mich an, dann suchen wir in einem Call einen freien Zeitpunkt und dann helfe ich euch bei dem ganzen Sachen. Sammeln, dann setzen wir uns mal vielleicht einen Montag oder so hin und sammeln halt einfach mal eine Runde die Kürbisse. Und ja, also die Maske kann man auch freischalten, ganz normal halt wieder, finde ich jetzt okay. Und ja, das soll es dann soweit grob erstmal mit neuen Sachen sein, von ich weiß. Und deswegen gibt's dazu jetzt im Moment wohl erstmal gar nichts. Deswegen soll es das soweit erstmal gewesen sein mit dem aktuellen gelaberten Video. Und ja, ich hoffe mal, dass es mehr Details dann am Mittwoch in dem Eventwochenvideo geben wird. Sollte es dann sein, dann erfahrt ihr das halt Donnerstag um 8 Uhr im Eventwochenvideo, beziehungsweise 8.05 Uhr. Denn davor kommt ja noch die UFO-Location. Die brauche ich ja auch noch jeden Tag. Und in dem Sinne bin ich dann erstmal raus. Euer Zockerbeast 91 und ciao.